Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück bei Nightingale. Eine weitere Folge, in der wir Catherine vermissen werden. Aber hier ist Harley, der gehört zur Company und wir sollen das Haus mitbauen. Ich habe jetzt die letzten Ressourcen zusammengeholt. Jetzt gehen wir mal hier hoch. Und hauen den letzten Stein hier rein. Haben wir das jetzt erledigt? Ist das schon durch oder müssen wir auch noch da unten alles aufbauen? Müssen wir dir auch noch die Sachen hier hinzimmern? Ich helfe dir mal hier. Oh, Bauholz. Hast du eine Säge da, dass wir Bauholz herstellen können? Da muss noch normales Holz rein, 10 Stück. Hast du eine Säge hier? Habe ich was übersehen? Eine Feuerstelle haben wir auf jeden Fall. Oder hast du hier irgendwo Bauholz gelagert, dass wir das... Nein, wo hat es gefehlt? Hier hat es gefehlt, oder? Nee, auch nicht. Okay. Hier liegen hier überall solche Brocken rum. Die können wir eigentlich mitnehmen. Ist ja zumindest ein Symbol dran. Zerschlag sie mal eben. Mein Schlafsack ist da am Start. Das ist gut. Nee, ich denke, wenn das erledigt wird, dann geht hier diese Kiste auf. Das wird ja wie bei der ersten Quest sein. Und hier brauchen wir Tierfasern. Boah, hast du ein Gerbergestell da? Oder habe ich das eventuell zerdeppert hier drunter irgendwo? Ah, hier ist eine Säge. Cool. Säge hast du also. Also, wie viel brauchen wir? 3 Bauholz. Eins haben wir schon mal. Machen wir doch gerade den Kram, der hier am Boden liegt. Ich meine, die haben ein komplettes Sägewerk hier und ich bin hier derjenige, der dann die Billo-Säge da bedient. Ne? Ist auch schon irgendwie ein bisschen komisch. So, mal gucken, ob das reicht. So. 2 Bauholz und Tierfasern. Aber Tierfasern, war das nicht an dem Spinnrad? Was ist denn das eigentlich für ein Ding? Ein roher Wetzstein, den habe ich ja selber bei mir nicht zu Hause. Ihr habt ja viel besseren Kram als ich habe. Oder habt ihr hier noch was? Müsst ihr noch was aufbauen? Habe ich was übersehen? Oh, eine Kiste. Eine Tierfee-Wildniskarte. Nehme ich. Nehme ich alles mit, was ihr jetzt noch stehen habt. Ist auch irgendwie irre, dass man das hier alles zerschlagen kann, soll, muss, darf. Haben die sich hier wahrscheinlich mühsam aufgebaut und ich zerstepper hier alles. So. Also hier brauchen wir 4 Tierfasern. Das müsste eigentlich auch das letzte sein, was wir da... Noch ein Bauholz. Weißt du was, ich mache jetzt einfach so. So. Dann kann er das machen. So, Tierfasern. War doch der Webstuhl, oder nicht? Aber sowas sehe ich hier nicht. Ja, das waren nur Werkzeuge. Das ist das Schleifding. Wahrscheinlich habe ich das zerschlagen, könnte ich mir vorstellen. Da mich das schlechte Gewissen plagt, würde ich den jetzt einfach hier eine neue Gerberstation hinsetzen. Na, wo hätten wir es gern? Ich stelle das hier so an die Wand. Tierfasern, genau. Ah, wir brauchen viel mehr Fleisch. Das heißt, wir müssen kämpfen. Okay, wir brauchen noch 3-mal Tierfasern. Das heißt, wir müssen irgendwas jagen, was hier rummacht. Und das darf ich jetzt beim Regen alleine machen. Oder Catherine hat eventuell noch was in der Kiste. Warte mal, ich guck mal. Hast du Tierfasern oder irgendwas Pflanzliches dabei? Hast du nicht. Schade. Ha.
Der geht nicht kaputt. Der Baum sieht ja cool aus. Ich lass mich schon wieder ablenken, ne? Ich wollte eigentlich was jagen. Oh, meine Hacke ist auch fast kaputt. So, als wir hergekommen sind, wurden wir ja gejagt. Das heißt, es muss ja hier noch irgendwas geben. Da dürften normale Gegner drin sein. Apropos. Apropos normale Gegner, ich muss mal was essen. Oh, da haben wir doch ein Tier. Danke für deine Tierfasern, ganz freiwillig. Nein, ich habe den nicht getötet. Das war... Nee, niemals. Würde ich nicht machen. Wäre ja unfair. Wie viel Fleisch haben wir denn jetzt? Zwei. Das gibt eine Tierfaser. Das langt uns auf jeden Fall nicht. Kann man das hier benutzen? Ausrüsten. Warte mal, ich ziehe das mal hier auf die Sichel. Man konnte damit... Da, Hirsch. Na, Problem ist halt, dass ich nicht genügend Schaden mache, ne? Was für ein Ding? Ach, diese Verteidigungsgeschichte. Der fällt Bäume. Oh, was ist denn das? Moment, ich lasse mich kurz mal ablenken. Wenn wir auf der Suche nach Tieren sind, lasse ich mich mal gerne ablenken. Gehört es dazu? Kann man da hoch? Oder ist es innenrum hoch? Das ist voll die Fabrikanlage. Aber es sieht für mich aus, als wäre das... Da! Nee, Willard, rekrutierbar. Immer da, Hirsche, dahinter. Ja, aber wo sind die hin? Da ist der große Hirsch. Dahinter sozusagen. Da ist ein Waldbär hier vorne. Der flüchtet wenigstens nicht vor mir. Wie brauchen wir denn? Wie viele waren das jetzt noch, die wir brauchen? Drei, oder? Nee. Jetzt habe ich nicht aufgepasst, wie wir brauchen. Ich weiß, ich krieg Schaden durch den Regen. So, einen bräuchte man noch, dann haben wir es auf jeden Fall komplett. Oh, was ist mit Harley los? Da ist noch ein Waldbär. Wieso hat er denn, wieso ist er denn kaputt? Kämpft er da irgendwie? Da ist er.
So, jetzt haben wir auf jeden Fall alles zusammen, um diese... um die Hütte hier fertigzustellen. Warum ist Harley so runtergewirtschaftet? Weiß man nicht, ne? Tierfasern, automatisch. Wo ist er denn? Ich habe jetzt eigentlich vor, ihn zu rekrutieren, damit ich einen Begleiter habe, dem ich hier den ganzen Kram geben kann. Erledigt? Hä? Ich kann gar nicht mit dir reden. Hä? Haben wir irgendwas übersehen? Ach, die Feuerstelle war noch nicht fertig. Jetzt komplett? Ja, jetzt haben wir's. Nehme ich natürlich gerne. Harley, pass mal auf. Ich habe leider... Harley. Komm mal mit. Kann ich dich irgendwie heilen? Kann ich dir irgendwie was zu essen geben oder sowas? Kann ich dir irgendwie helfen, dass du wieder heile bist? Was kann ich machen mit dir? Ablegen? Wird er nicht... Übertragen, ausrüsten, ausrüsten. Nimm mal, nimm... Ah, kann er nicht. Okay. Kann er nicht nutzen. Heil dich mal bitte. Komm mit. Wir müssen mal von Catherine die Überbleibsel holen. Komm mal her. So, pass mal auf, mein Freund. Was hast du für Sachen? Alles nur kleine Sachen. Pass auf, ich habe dir mal neue Sachen gemacht. Die kriegst du jetzt von mir erstmal. Kann ich alle Gegenstände nehmen? Ja. Alle, ich kann mich... Oh, da steht er ja. So, pass auf. Nein, du sollst es nicht... Oh, Sturz. Wobei es egal ist, ne? Die Klamotten. Das Hemd mit 16 hat er selber an. Das braucht er nicht unbedingt. Den Rucksack hat er auch an. Dann kriegst du von mir noch einen Helm. Voll einen Helm. Oh, Moment. Das ist meine Hose, die sie mich verbessert. So, pass auf. Also, du kriegst von mir einen Hut. Eine Jacke. Dann die Werkzeuge. Eine Axt. Kletterpickel brauchst du nicht. Sichel brauchst du auch nicht. Du kriegst eine Spitzhacke. Und einen Hammer. Und du kriegst ausgerüstet den Hammer. Jetzt klaue ich dir den Kram. Das habe ich ihm noch nicht gegeben. Ich habe keine Übersicht mehr. Die Hose, oder? Ich weiß, dass du überladen bist. Jetzt meckere nicht die ganze Zeit. Also, das nehme ich dir weg. Die Hose nehme ich dir weg. Die Schuhe kriegst du noch. Dann nehme ich die dafür an mich. Dann kriegst du jetzt erstmal den ganzen schweren Kram, damit ich hier ein bisschen leichter unterwegs bin. Das ganze Leder kriegt er mit. Die Riegel. Ah, da hat keinen Platz mehr. Dann lassen wir die da und ich gebe dir, keine Ahnung, 2 Barren. Handschuhe kriegst du auch noch ausgerüstet und ich klaue dir die hier. Den Hut klaue ich dir. Und ansonsten habe ich auch nichts mehr, was ich dir noch antun kann, ne? Nee. Was ist das hier? Fabelwesenfleisch, Waldberg Klasse 1 mit einer Krone drauf. Krass. Können wir denn hier alles finden? So, mein Freund. Und den Rucksack? Der hat ja einen Rucksack. Der ist auch nicht besser als meiner, oder? Ne, ich habe einen 40er. Okay, okay.
Tja, mein Freund. Willkommen. Harley. Mit Spitzbart. Er lächelt genauso hübsch wie Catherine, oder? Er hat ungefähr das gleiche Lächeln wie Catherine. Fantastisch. So, haben wir hier noch was vergessen? Nö. Kann man die Truhe mitnehmen? Ja. Catherine, ihre goldene Truhe. Ich denke mal, Catherine ist jetzt wieder in unserer Startwelt. Aber dass er einfach... Gut, ich habe sie entlassen, ne? Eigentlich muss ich mich müsste sie sich bei mir beschweren. So, mein Freund. Du bist meine neue Catherine. Ich nenne dich einfach Catherine. Guti, wir haben jetzt einiges an Ressourcen. Ich würde sagen, wir porten jetzt mal wieder zurück. Ich nehme ihn mit. Und wir gucken mal, dass wir uns die Werkbänke herstellen. Ne? Dass wir da rüber reisen. Er hat alle Ressourcen. Genau. Und den Rest transportiere ich. Ich bin ja auch nicht überladen. Dass wir erstmal rüberreisen und ein bisschen Werkbänke herstellen, um eine bessere Ausrüstung herzustellen. Weil wir merken ja, dass es hier auf jeden Fall anspruchsvoller wird mit den bisschen Spitzhacke und Co. Als es jetzt in der Starter oder auch in der zweiten Welt war. Oh, das nehmen wir natürlich mit. Was bist du für ein Baum? Können wir dich abbauen? Nee. Sieht nicht so aus. Harley. Gut, ich würde sagen, ich warte jetzt auf den Port. Wir sehen uns dann gleich zu Hause wieder. Bis gleich. Wir sind wieder zu Hause. Die Sonne geht gerade auf. Harley ist mitgereist. Und schaut mal, wer hier ist. Die Frau mit dem schönsten Lächeln. Ah, okay, sie ist ein bisschen... Sie ist nicht so amused, dass ich sie ersetzt habe. Catherine. Tut mir leid. Du hast mich deine Wildnis stehen lassen. Oder ich habe dich stehen lassen, das sehen wir noch. Ich habe jetzt Harley. Ist das in Ordnung? Die redet nicht mehr mit uns. Harley, lächel mal. Langt schon. So, wir werden Werkbänke bauen. Also, mit was fangen wir an? Ich würde sagen, wir fangen mit der verbesserten Werkbank an, ne? Damit ist ja, sagen wir, unser Einstieg sozusagen. Wo ist denn die verbesserte Werkbank? Mörser, Gerber, Mörser, Säge. Haben sie das irgendwie gemischt oder was? Einfache Nähbank, einfache Werkbank. Yo, verbesserte Werkbank. So, wo kommst du hin? Ich würde sagen, die verbesserte Werkbank, wir bauen das so ähnlich auf wie da drüben. Fangen wir jetzt hier an. Wir bauen das hier drüben einfach neu auf. So. Da kommt das in die Ecke. Dann brauchen wir viermal Bauholz, mechanische Zahnräder und geschnitztes Holz. Ach du Güte. Wie... geschnitztes Holz. Nee, ich brauche geschnitztes Holz. Wo ist denn? Verbesserte Werkbank. Ist hier keine Mouse-Over-Erklärung, wo ich geschnitztes Holz herbekomme? Oder kommt das vielleicht von der Sägebank? Was haben wir denn an Verbesserungen, die uns Holz geben? Lagerfeuer haben wir gemacht. Alles einfach, alles einfach. Da ist so eine verbesserte Nähbank. Gut, dann probieren wir mal die verbesserte Säge. Krass, wie sehen denn die aus? Das ist ja eine richtige Säge. Das ist ja cool. Okay. Damit man mit dem Licht sägt, setzen wir die hier so ein bisschen vor die Ecke. So. Klinge, mechanische Zahnräder und Bauholz. Was ist denn jetzt los? Portal ist zu.
Geschnitztes Holz. Haben wir sowas schon? Ah, das ist das. Das haben wir aus den Truhen. Ja, das ist doch super. Okay, dann brauchen wir noch Bauholz. Haben wir auch. Und ein mechanische Zahnräder. Ach du Güte. Scharniere haben wir. Mechanische Zahnräder. Kann es sein, dass ich irgendeinen Schritt verpasst habe? Dass ich eine Verbesserung brauche erstmal für die anderen und dann die erweiterten Sachen bauen kann? Ich habe bald das Gefühl, dass das so passiert, oder? Wie macht man denn mechanische Zahnräder? Am Schmelzofen machst du es nicht. Kann man hier alles eingeben irgendwie? Zahn? Kann man nicht. Codex? Nee, Spielanleitung. Zahn. Hm. Da. Wie mache ich das? Steht das da? Ah, da unten. Feuerschale. Aha. Eine Feuerschale müssen wir bauen. Wo habe ich die Feuerschale? Die habe ich doch beim letzten Mal gesehen. Da, ne? Ne, das ist der Verzauberungsfokus. Da ist eine Feuerschale. Platzieren. Das sind immer so mini-mini-Dinger. Das kann doch nicht euer Ernst sein. Und wenn es zu weit weg steht, hat das keine Verbindung mehr. Das ist ja blöde. Es profitiert von den ganzen anderen Tischen. Ja, dann kommt das erstmal hier hin. Können wir ja später noch umsetzen. So, 6 Barren. Nee, das sind die... Hatte ich nicht noch Billo-Barren? Ich hatte noch irgendwo... Habe ich die alle verbraucht? Oder habe ich die falsch einsortiert? Da oben. Ich habe sie falsch einsortiert. So, und dann brauchen wir 2 Schäfte. Drei. Hm. Hätte ich mal richtig gelesen. Cool. Alles ein bisschen tief, ne? Irgendwie hätte ich gedacht, dass man das auf den Tisch stellen müsste oder sowas. Ah, hier kommen auch die Erzbarren rum und so. Boah, krass, was kommt da denn dazu? Ja, geh leck. Okay, krass, das ist viel. Okay, was brauchen wir? Ein mechanisches Zahnrad. Wahrscheinlich brauchen wir noch viel, viel mehr. Da. Brennstoff verwalten. Okay, da muss Brennstoff rein. Haben wir noch normales Holz? Haben wir noch da was? Oder müssen wir... Komm, wir nehmen mal Stöckchen. Die müsste ja funktionieren, oder? Ein mechanisches Zahnrad. Automatisch befüllen. Herstellen. Oh, geht ja wesentlich schneller. Geil. Aber das ist doch bestimmt... Ersetzt das nicht den Schmelzofen? Barrendraht, Glas, Schaft. Barren, Draht, der kann das auch. Also ist das doch die Verbesserung von dem Schmelzofen, oder? Die Feuerschale, habe ich das Gefühl. Weil ich meine, da ist ein Amboss daneben, da ist so eine Schmelzstation daneben. Würde ich jetzt mal behaupten. Wir können das mal probieren. Wir können uns ja mal hier Zinn rausnehmen. Barren. Oh, es geht ja wesentlich schneller. Ja, geile Nummer. Cool. So, jetzt machen wir die Werkbank hier fertig. Nice. So, die Säge hätte gern 4 Bauholz. 2 Zahnräder. Also machen wir hier 2 Zahnräder, sobald das durch ist. Das geht ja wesentlich, das ist gut. Jetzt, sehr schön.
So, wenn das das Ding ersetzt, dann können wir uns ja hier das Holz rausziehen. Und sagen auslöschen. X. V. So. Können wir nämlich den Kram hier reinräumen. Sag mal, ihr habt da irgendwie ein Faible für, oder? Heißer Typ. Oh, oh. Ich muss mich löschen. Ich wollte mal ausprobieren, ob das... Oh. Ja, er kann genau das Gleiche. Also er kann Barren machen, er kann genau das Gleiche, was das Ding kann. Das ist praktisch der Ersatz dafür. Cool. So, ich brauche 2 Zahnräder und 2 Klingen. Achso, ein Bauholz brauche ich noch. Das müssen wir auch noch machen. Haben wir zufällig noch ein bisschen Holz? Haben wir. Und Zinnerz. Habe ich nur 1 eingeschmolzen? Wie viel brauchen wir? Waren das 4? Ich habe nicht aufgepasst. Waren automatisch, zack, herstellen. Ah, jetzt brauchst du länger. Ich habe mich schon gewundert, warum das so schnell ist. So, 4, dann 2 Klingen, 2 Zahnräder. Haben wir nicht. Den müssen wir gleich nochmal umstellen. So, jetzt 2 Klingen. Klinge. Ah, da brauchen wir Metallplatten. Wieso sehen die aus eigentlich wie so ein... wie so ein Kolben? Metallplatten. 2 Stück. Da brauchen wir wieder Barren. Okay. Na, müssen wir es doch durchlaufen lassen. Bist du zufrieden, Harley? Ich weiß nicht, ob es Sinn machen würde, dass man sowas auf den Tisch stellt, oder? Aber das wäre dann wahrscheinlich zu hoch. Kann man das überhaupt auf den Tisch stellen, ist die Frage. Weil das ist ja so tief auf dem Boden. Natürlich, klar, Steinboden ist besser als ein Holztisch darunter, ist mir schon völlig bewusst, aber ob das Spiel das unterscheidet? Na, der braucht ein bisschen. Haben wir nicht vielleicht noch andere Barren? Haben wir bestimmt hier noch Barren über, oder? Da hätten wir noch Barren Zinn, jo. Wieso sehen die anders aus? Gewöhnlich Barren Zinn. Ach, das andere ist Bombardier. Okay, 2 Klingen. Dann machen wir Metallplatten. Bling, 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 bling. Also man kann es anscheinend auf Tische stellen, okay. Weil das Ding würde ich, glaube ich, lieber eine Nummer höher sehen. Oh, wir haben nur eine hergestellt. Metallplatten. Die Frage ist,
Sollen wir zwei von den Dingern vielleicht herstellen, damit wir zwei Schmelzen haben, die eine schmilzt ein, die andere stellt her, weil wir haben ja, blockieren uns ja immer die Dinger damit, ne? Wäre vielleicht sogar sinnvoll, wenn wir zwei von den Dingern aufbauen. So, jetzt bin ich auf den Sägetisch gespannt. Jawoll! Das sieht da schick aus. Richtig cool. Nice. Jetzt kommt die Regie gerade, ich soll die kleine dafür nähen. Aber ist das Ding nicht wesentlich schneller in der Herstellung? Ist diese neue Schmiede ist doch wesentlich schneller in der Produktion, oder kam mir das nur so vor? Da muss ich doch nicht die alte Steinschmiede da mitnehmen. Wobei das eigentlich egal ist, weil die ganze Zeit durchläuft, ne? Aber wir können ja mal einen Tisch bauen. Die ist nicht schneller. Ach so, die macht nur andere Sachen. Na gut, dann können wir die alte wieder aufbauen. Dann können wir einfach zwei verschiedene. Haben wir denn sowas wie einen Tisch? Erweiterung, Einrichtung, Regale. Ich glaube, sowas wie einen Tisch haben wir noch gar nicht, ne? Wir können sowas noch nicht herstellen. Werkzeugkasten, Übungspuppe. Ein einfacher Sägebock ist auf jeden Fall eine Erweiterung. Ein einfacher Sägebock. Dann würde ich mal sagen, der ist für die Werkbank zuständig. Okay. Was brauchst du denn? Zwirn und Bauholz. Haben wir noch Bauholz über? Jo. Und Zwirn haben wir auch. Okay. Naja. Ah, jetzt sieht man auch diesen Slot da oben, der belegt ist von der Werkbank, ne? Weil die verschiedenen Werkbänke haben verschiedene weitere Slots, die man befüllen kann. Ja. So, jetzt muss ich mal ganz kurz auf die Zeit gucken. Jo, was haben wir denn noch? Was können wir denn noch herstellen? Ein Blasebalg. Das klingt für mich wie für eine Schmiede. Ein Blasebalg ist auch für die Werkbank? Ah, nee. Auch hier für die. Auf die Schmiede hier hinten. Weil das Ding hätte ich jetzt gesagt, ganz klar neben die Schmiede. Warte mal, dann machen wir Folgendes. Dann gehen wir jetzt hier in diesen... ich versetz dich Modus. Ja, guck mal, jetzt geht es nämlich hier hin. Und dann machen wir den Blasebalg daneben. Cool. Machen wir es hier in die Wand, oder? Daneben so. Hier, Blasebalg. Da den Amboss hin. Und dann bauen wir den Blasebalg daneben auf. Ja, ja, profitiert von beiden. So, Bauholz und Fell. Cool, ja. Ah, die hat schon zwei, also die gehen auf beide. Okay, cool. Gehen auf Werkbank und auf die Schmiede, aber ich finde, das sieht so ganz schick aus irgendwie, oder? So, was haben wir noch gebaut? Den Bratenspieß haben wir schon gebaut. Die einfache Karte. Wie einfache Karte? Was für eine einfache Karte? Kann man den hier drauflegen? Ah, das ist ja cool. Einfache Karte. Eine grobe Karte, eine habe ich noch nicht gebaut. Nee, falsch. Gut, wenn du dich damit anfreunden kannst, setze ich dich hier auf den Tisch. So, wir brauchen Bauholz und Tinte. Haben wir denn hier noch? Bauholz haben wir nicht mehr, wa? Wir haben aber normales Holz.
cool. Alter, das sieht wirklich sehr schick aus, finde ich. Okay, dann packen wir den Rest mal da rein. Tinte, Papier. Das haben wir auf jeden Fall hier im Säckel. Tinte, Papier. Jetzt fehlt nur noch das Bauholz. Aha. Cool, das müssen wir auch ein bisschen anders setzen. So. Ja, cool. Ah, jetzt hat er schon 3 Erweiterungen. Nice. Ein Pflanztopf ist auch eine Erweiterung. Profitiert auch von der... Ah, der braucht irgendwie Licht, Temperatur und Schutz. Da können wir wahrscheinlich anzüchten. Ein einfacher Sägebock haben wir schon gemacht. Ein einfaches Sattelgestell. Oh. Dann können wir Waffen herstellen. Das ist cool. Okay, dann werden wir auf jeden Fall die anderen Sachen auch noch aufbauen. Die Schmelze. Da ist, glaube ich, das Brennmaterial gerade ausgegangen. Nee, da werden wir auf jeden Fall nicht Papier reinfeuern. Das macht... Nee. Das lassen wir mal. Obwohl, dem können wir ja... Da passiert ja nichts, ne? Den können wir eigentlich auslöschen. Können wir erstmal so lassen. Ja, cool. Nächste Folge machen wir weiter. Ich würde sagen, ich verabschiede mich mit einem wunderschönen Blick hier auf das Meer. Und wir sehen uns zur nächsten Folge wieder. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.